Hillaber at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Mein Name ist Michael Seibel. Ich bin seit 2013 in der Hillaber, habe dort im Vorstandssekretariat begonnen und aktuell bin ich im Nachhaltigkeitsteam als Nachhaltigkeitsbeauftragter seit mittlerweile 1,5 Jahren. Ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch den Kontakt zu den Ratingagenturen oder auch die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe. Und wir haben jetzt ganz aktuell aufgrund der aktuellen dynamischen Entwicklung ein Programm aufgesetzt, Hillaber Sustain. Und in diesem Programm beschäftigen wir uns mit 3 Säulen der Nachhaltigkeit. Zum einen die strategische und organisatorische Weiterentwicklung. Das ist mein ganz maßgebliches Betätigungsfeld. Wir haben einen Ast Markt und Wettbewerb, Produkt und Kunde, wo wir das Produktspektrum der Hillaber ausbauen werden. Und die 3. Säule ist die Risiko- und Regulatorik-Säule, wo wir uns den regulatorischen Anforderungen mit Nachhaltigkeitsbezug widmen. Nachhaltigkeit ist für uns tatsächlich nicht nur Klimaschutz, sondern Nachhaltigkeit ist ein ganz weites Feld, das auch soziale Aspekte und ja auch Unternehmensaufstellungsaspekte, sogenannte Governance-Themen, umfasst. Und wir haben von Anfang an den Anspruch gehabt, das Thema ganzheitlich anzugehen. Wir sind von Natur aus ja als öffentlich-rechtliches Institut schon nachhaltig aufgestellt, also quasi Kraft Satzung. Aber was die Hillaber besonders gut macht, ist die Begleitung unserer Kunden bei der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Wir wollen für unsere Kunden ein verlässlicher Partner sein, weil auch unsere Kunden sich natürlich umstellen müssen. Es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich fast täglich irgendwie eine neue Meldung, eine neue Entwicklung kommt, auf die wir in irgendeiner Form reagieren müssen. Sagen, ist das vielleicht für uns interessant? Können wir da in die Richtung gehen? Müssen wir das vielleicht nicht berücksichtigen? Und diese tägliche Neubewertung, die macht das sehr spannend. Was die Hillaber besonders gut macht, ist für mich ganz persönlich Verlässlichkeit, dann auf jeden Fall auch Vertrauen. Und was nicht ganz unwichtig ist, ist auch ein konservatives Risikoprofil, was gerade in den momentan etwas bewegten Zeiten durchaus hilfreich ist und ein Pfund, mit dem man auch wuchern kann.